Das ist natürlich der Vorteil, wenn man erwachsen ist. Dann kann man Leute einfach mitnehmen und muss gar nichts befürchten. Und die scheint scheinbar nichts dagegen zu haben. Okay, der hat doch was dagegen. Na gut, dann nicht. Dann lasse ich die jetzt natürlich auch in Ruhe. Mehr Spaß, ich versuche das natürlich direkt nochmal. Hey Leute, was geht? Herzlich willkommen zu einem weiteren Video bei Talk mit mir, mit Baby René. Und ich bin hier gerade ein bisschen am Chillen. Und zwar nicht zu Hause, sondern in dieser Babystation. Denn eigentlich werde ich heute gar nicht so viel als Baby rumlaufen. Denn Leute, ich habe mir gedacht, es wird eigentlich mal wieder Zeit, dass ich mir eine Familie suche. Ich weiß, ich habe das schon ein paar Mal versucht, aber es hat ja meistens nicht ganz so gut funktioniert. Und vielleicht klappt das ja besser, wenn ich mal heute nicht als Baby eine Familie suche, sondern als Papa René. Und als ersten Schritt muss ich mich natürlich dafür umwandeln. Und das kann ich am besten hier machen. So, und da bin ich auch schon. Deutlich größer und natürlich deutlich tiefer in der Stimme. Nein, ich spreche natürlich weiterhin ganz normal. Denn man sieht ja schon, dass ich Papa bin. Ich glaube, das sieht man schon. Vielleicht müsste ich meine Haare noch ein bisschen umändern, weil das sieht natürlich nicht so papamäßig aus, wenn ich mir so eine Frisur rumlaufe und vor allem mit dieser Jacke. Aber egal, bin ich halt ein cooler Papa. Und gerade wenn ich ein cooler Papa bin, dann wollen die bestimmt erst recht alle mit mir in einer Familie sein. So, es sind schon ganz viele Leute, die bestimmt alle mit mir in einer Familie sein wollen. Aber das sind ja auch alle Erwachsene. Der ist Papa und der hat ja noch komischere Klamotten als ich an. Naja, okay, dann falle ich ja gar nicht so stark hier auf. Aber ich versuche das jetzt einfach mal, Leute mitzunehmen. Das ist natürlich der Vorteil, wenn man erwachsen ist. Dann kann man Leute einfach mitnehmen und muss gar nichts befürchten. Und die scheint scheinbar nichts dagegen zu haben. Na gut, dann nicht. Dann lasse ich die jetzt natürlich auch in Ruhe. Mehr Spaß, ich versuche das natürlich direkt nochmal. Okay, handeln kann ich mit dir eigentlich auch. Ah, handeln will die scheinbar. Okay, ich bin ja ein guter Papa, deswegen kümmere ich mich auch gut um die. Und gib dir mal eine Pizza. Achso, noch. Okay, noch einen Tee. Oh, die will mir ein Haustier geben. Oh. Es war jetzt ein unfairer Tausch, eine Pizza und ein Tee gegen einen Otter. Aber da sage ich natürlich nicht nein. Ja, auf jeden Fall vielen Dank. Und die leite ich doch irgendwann zu meiner Familie an. Wobei, die hat schon mal keinen Bock, da rumgetragen zu werden. Was ich natürlich nicht verstehen kann. Das ist doch eigentlich das Beste, was es gibt, wenn man die ganze Zeit getragen wird. Aber die versuche ich trotzdem mal. Tatsächlich? Die ist in meiner Familie beigetreten? Ja, cool. So, Nastja, was machen wir jetzt? Hast du eine Idee? Okay, du musst schlafen. Ja, dann muss ich als dein Papa natürlich dafür sorgen, dass du schläfst. Die hat echt keine Lust darauf, ne? Die ist schon mal echt ein bisschen. Die hat ihren eigenen Kopf, die ist ein bisschen dickköpfig. Aber ich laufe jetzt einfach mal mit der mit. Und hoffe. Wobei, vielleicht kann ich ja auch einfach die im Auto mitnehmen. So, einmal einsteigen, bitte. Die hat echt keine Lust, mit mir irgendwie unterwegs zu sein. Also in der Familie. So, wo ist sie jetzt? Ich müsste ja eigentlich jetzt nachkommen. Ah, da ist er. Okay. Ich laufe einfach mal mit der hinterher. Oder läuft die mir hinterher? So, komm mal mit. Ah, ne, die geht in hier Haus rein. Dann komme ich da mal mit. Boah, das Haus ist ja aber so klein, da passiert kaum rein. So, und ist das jetzt ihr Haus oder das von der? Wahrscheinlich das von der. So, ich lege mich aber auf jeden Fall so oder so hier mal schlafen. Okay, und eigentlich muss ich sie ja jetzt auch schlafen legen. Aber das ist jetzt schon dieser Tiger hier drin. Deswegen wollte ich ja die eigentlich auch zu mir nach Hause nehmen, weil da hätte ein Bett auf jeden Fall noch gewartet auf sie, aber dann nicht. So, das Bett ist jetzt frei, dann kann ich die da jetzt auch reinlegen, oder? Oder geht die da auch schon von selbst rein? Okay, jetzt will die auch noch mit mir handeln. Wieso wollen die denn alle ihre... Die will mir ein Panda, oder was ist das? Auf jeden Fall ein ultra seltenes Tier schenken. Nee, das ist aber ein bisschen zu viel. Also es war sehr, sehr lieb von ihr, aber... Ich will ja jetzt hier nicht irgendwie um ihr seltenes Tier bringen. Aber wo ist jetzt eigentlich meine neue Tochter hin? Hat scheinbar keinen Bock mehr auf mich gehabt. Ich habe sie, glaube ich, zu oft aufgenommen. Ist sie das da drüben? Oh, cooles Haus ja auf jeden Fall. Oh, okay. Ach, die ist immer noch hier in dem Haus gewesen. Da habe ich sie nur übersehen. Aber gut, das kann passieren bei einem Baby. So, ich versuche es aber nochmal. Kommt die jetzt auch mit raus? Ah, ne, hier ist sie auch in dem kleinen Haus gewesen. Ist sie jetzt abgehauen? Da muss ich als Vater auf jeden Fall hinterher. Ah, okay, die schläft. So,
So, die ist jetzt ausgerost. Und muss jetzt duschen. So, aber wo steckt die denn jetzt? Ah, okay, da ist sie. Ah, die hat sich jetzt zur Mutter gemacht. Oder zur erwachsenen Frau. Und das heißt, ich kann die jetzt auch nicht mehr aufnehmen. Schade. Das war eigentlich immer das, was mir am liebsten gefallen hat, wenn die Leute einfach auch mitnehmen kann. Aber das wird nichts. Vielleicht will ihr bei mir mal trotzdem reinschauen. Hallo, hallo, hallo. Ah, komm mal mit, komm mal mit, komm mal mit. Nee, die kommt nicht mit. Oder? 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 Ah, doch, 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 doch. Also einmal hier reinspaziert. Wieso hat denn hier heute wieder keiner Bock auf mich? Vor allem, wieso ist die noch in meiner Familie, wenn die eigentlich keine Lust hat, mit mir rumzulaufen? So, es ist Zeit für die Schule. Deswegen bin ich natürlich jetzt ein guter Papa. Sag mal, läuft die jetzt hier von mir weg? Oder ist sie hier wieder reingelaufen? So, letzter Versuch. Du wirst jetzt mitgenommen in der Schule. Okay, und schon ist sie wieder weg. Ich glaube, das wird nichts mehr mit der. Deswegen muss ich mir wohl eine neue Tochter suchen. Nein, also die andere, die bleibt natürlich in der Familie. Aber ich wollte ja eigentlich mal jemandem noch mein Haus zeigen. Deswegen schaue ich immer weiter nach, ob hier jemand in meiner Familie sein möchte. Aber das sind doch alles erwachsene Menschen. Vielleicht muss ich auch mal bei Leuten zu Hause nachschauen. So, jetzt ist hier jemand zu Hause. Okay, cooles Haus auf jeden Fall. Coole Tapete. Auch wenn es nicht so ganz mein Geschmack ist. Nö, hier ist auch niemand. Oder vielleicht draußen? Nö. Scheinbar muss ich wohl zurück. So, meine Tochter, die ist gerade in der Schule. Ah, okay. Die hat gerade die Schule beendet. Okay, ist jetzt wahrscheinlich voll uncool, wenn ich hier als ihr Vater hier rumlaufe. So, den Apfel, den nehme ich natürlich trotzdem mit. So, nee, warum hat die sich jetzt wieder zur Erwachsenenfrau gemacht? Keine Ahnung. So, aber wenn wir in einer Familie sind, dann teile ich natürlich auch gerne meinen Apfel mit ihr. So, und die hat den direkt weggepackt. Das ist aber jetzt nicht wirklich dankbar von der. So, das ist jetzt hier. Gut, hier ist ein Baby, aber der hat schon eine Familie leider. Und ich glaube, die meisten Leute hier haben auch nicht so Bock, dass ich die jetzt mit mir mitnehme. Aber wir machen es natürlich trotzdem. Vielleicht hat die ja Lust. So. Die lade ich mal ein. Ah, und die ist auch beigetreten. Dann kann ich ja die auch direkt mitnehmen. So, vielleicht hat die ja auch mehr Lust, mal ein bisschen hier getragen zu werden. Nee, natürlich nicht. Natürlich hat die keine Lust. So, aber warum treten die dann der Familie bei, wenn die nicht mehr Lust haben, irgendwas zu machen? Vielleicht fährt die aber zumindest im Auto mit. Ah, steig ein, steig ein, steig ein. Ne, die will lieber überfahren werden, schon mal, bevor die bei mir mitfährt. Ah, gut, okay. Da ist, glaube ich, meine letzte Chance. Da kann ich natürlich ein bisschen Eindruck schinden mit meinem Pizza-Fahrrad, aber da kann natürlich niemand mitfahren. Das ist natürlich das Problem. Weil das Pizza-Fahrrad ist fast so groß wie die. Okay, scheinbar. Oh, jetzt hat die sich aufs Maul gelegt. Aber ihr geht scheinbar noch gut. Sonst müsste ich mich natürlich als Vater um sie kümmern. Aber ach nee, das ist die andere. Aber meine Tochter, die läuft ja auch noch irgendwo rum. Ah ja, da ist sie ja. Okay, aber ich versuche jetzt noch einmal, die jetzt irgendwie mitzunehmen und schlafen zu legen oder so, aber nee, da hat sie definitiv keine Lust drauf. Ist noch ein Wunder, dass sie überhaupt noch in der Familie ist. Na ja, dann gebe ich es auf für heute. Ich glaube, das war wieder gar nicht. Okay, jetzt will jemand mit mir handeln. Ja, fahre ich natürlich ganz schnell zurück. Oh, okay. Das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Da schaue ich mal, was ich dem dafür zurückgeben kann. Okay, und das hat sich jetzt auch schon wieder erledigt. Dieses Bananenauto, das hatte ich eigentlich echt gerne gehabt, aber dann leider nicht. Na gut, also meine Familie, die chillt jetzt auf jeden Fall noch auf der Hauptkarte, aber irgendwie haben die alle nicht so Bock auf mich gehabt. Also es war schon irgendwie in der Familie zu sein. Jetzt sind wir zumindest so eine Dreierfamilie. Ein Vater, eine Mutter und ein Baby. Das ist ja schon mal ganz nett. Aber dass ich mich zum Beispiel um das Baby kümmere, das hat heute nicht so gut funktioniert. Aber vielleicht muss ich noch ein bisschen was dazu lernen. Vielleicht wird das beim nächsten Mal besser klappen. Wenn ihr Tipps für mich habt, was ich besser machen kann als Vater, also wie die dann vielleicht auch mal ein bisschen Lust haben von mir,
bisschen getragen zu werden, dass ich mich ein bisschen um die kümmere. Schreibt das gerne in die Kommentare. Vielleicht habe ich heute irgendwas falsch gemacht. Keine Ahnung. Wenn euch das Video trotzdem gefallen hat, lasst auf jeden Fall gerne trotzdem ein Like da, abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und dann seid ihr hoffentlich wieder dabei, wenn ich irgendwann wieder versuche, eine Familie zu finden und dabei mal wieder scheitere. Weil ich kann euch jetzt schon sagen, wenn ich irgendwann mal wieder versuche, eine Familie zu finden, dann wird das wieder nicht gut funktionieren. Das kann ich euch schon mal versprechen, aber ist natürlich trotzdem lustig. Und dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video wiedersehen. Bis dann. Tschüss.